habt ihr langsam Hunger? Kann das sein, falls jemand von euch Hunger hat nach dem langen Marsch durch Berlin vorbei an so ein paar wichtigen Ministerien? Denn jetzt kommt ein Koch, der auf die Bühne erzählt, erstens, wo es was zu essen gibt, was es da zu essen gibt, warum es politisch ist und überhaupt, warum Essen total wichtig ist. Wenn die Toten Hosen auf Tour gehen, dann kocht er für die. Er ist in der roten Gourmet-Fraktion. Ole Plockstedt aus Hamburg, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Er hat noch jemanden mitgebracht, den muss ich auch noch dazu holen. Bamka, komm mal her. Das ist nämlich der berühmteste Döner-Koch aller Zeiten. Bamkat hat für euch gekocht. Und wisst ihr, was ich gerade so, ich habe gerade so eine Schätzung gehört, dass das irgendwie, ihr seid weit über 30.000 Leute. Und wisst ihr, warum hast du genug? Wenn ich jetzt hier meine kleine Rede halte, Bam wird euch gleich erzählen, was es alles gibt und was er macht. Guck mal, der Topf da hinten, ne, den der festhält, das ist ungefähr das Kaliber, mit dem Bam arbeitet, um euch satt zu kriegen. So. Bam, willst du zuerst erzählen, was es gibt und dann alles vorbereiten? Okay. Pass auf, also mir geht echt der Kackstift. Bei so vielen Leuten, reden, ich habe mir alles aufgeschrieben, ich habe mir alles auf Kärtchen und das werde ich euch jetzt vortragen. Wenn es ja eine Sache gibt, die uns alle verbindet, also nicht nur uns, die wir hier stehen, sondern die gesamte Menschheit, dann ist das das Essen. Alle müssen das machen, wir müssen es tun, damit wir gesund sind, damit wir leben können. Wenn wir es dann gemeinsam machen, dann macht es uns sogar glücklich. Und das ist auch ein Grund, warum ich Koch geworden bin, weil ich gerne Leuten was Gutes tue und ich mich freue, wenn ich ihnen ein kleines bisschen Glück servieren kann auf dem Teller. So. Und jetzt kommt's. Wenn aber ein Siebtel ungefähr der Weltbevölkerung hungern muss, und wenn für unser Essen Arbeiterinnen und Arbeiter und Bauern und Bäuerinnen ausgebeutet werden, ja, wenn dafür Tiere unendlich gequält werden müssen, wenn unsere Umwelt, also unser Lebensraum, durch Monokulturen und Pestizide systematisch kaputt gemacht wird, also was, wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Und weiter geht's noch, wenn unzählige Kinder, zum Beispiel, ich war in Ecuador, ich kenne mich da ein bisschen aus, auf Bananenplantagen, wenn Kinder von Bananenplantagen, Arbeitern und Arbeiterinnen, wegen den Pestiziden, denen sie oft schutzlos ausgeliefert sind, behindert zur Welt kommen, und das sind keine Einzelfälle, das ist wirklich dramatisch, ihre Kinder, die Eltern womöglich noch früh an Krebs sterben, oder wenn Gewerkschaftsrechte unterdrückt werden und so kriminell, dass es hin bis zum Mord geht, dann ist das so unerträglich, dass wir echt was dagegen tun müssen. Genau das, was wir jetzt hier machen und das mit Nachdruck. Cool, dass ihr alle da seid. Und ich finde auch, es reicht auch nicht aus, wenn wir alle losgehen und uns Bio-Lebensmittel und Fairtrade-Lebensmittel kaufen. Das ist zwar total wichtig, aber viele können sich halt auch gar nicht leisten. Eine Mutter mit drei Kindern und drei Minijobs, wie sollen die das stemmen? So, das Problem ist halt ein politisches Problem, ein Problem im System. Und ich wehre mich extrem dagegen, dass die gesamte Verantwortung dafür auf die kleinen Konsumenten, also auf uns, abgewälzt wird. So. Das Problem muss halt politisch gelöst werden. Vor allem muss es auch politisch gelöst werden wollen. Oder? Wisst ihr, was so absurd ist? Heutzutage sind ja die Produkte normal, die unter Missachtung der Menschenrechte produziert werden, ja? Und nicht die, die fair gehandelt und fair produziert werden. Das ist irgendwie unser Biogemüse,
was vernünftigerweise und richtigerweise ohne Gifte und Pestizide produziert wird, wird mit einem Biozertifikat zertifiziert. Aber die konventionellen Gemüse, da wo die Giftstoffe drin sind, die haben keine Deklaration. Das ist doch total krank. Das ist eine total kranke, verkehrte Welt. Und ich finde, wir sollten uns von dieser, mit dieser falschen Normalität auf keinen Fall abfinden. Genauso machen wir weiter. Wir können es ja Hämmer unterhalten, wenn du willst. So, für mich bleibt... für mich bleiben die Bio- und Fairtrade-Zertifikate tatsächlich nur ein Tool, bis keine Gifte und keine Ausbeutung wieder in die Normalität sind. Und so lange müssen wir weiterkämpfen. Also, vielen, vielen Dank. Und jetzt ist BAM dran, BAM! Wir sind gestern mit unseren Trecker hier hingefahren und haben unterwegs ungefähr 2,5 Tonnen Gemüse mitgenommen, die irgends jemand nicht erzählt hat, dass es Normen gibt im Gemüsehandel und das Gemüse, was ein bisschen fremd aussieht und ein bisschen spezial ist, dass das nicht verkauft wird. Mit dieses Gemüse haben wir gestern mit ungefähr 1000 Leuten oder ich weiß nicht wie viel es waren, ich habe es nicht gezählt, haben wir das geschnippert mit einem fantastischen Schnipperdisco. Wenn nicht, dass ihr denkt, dass ich nachts hier Karotten am Schnippeln bin, um euch zu füttern. Und seit diesem Morgen 7 stehen wir hier mit Fleming Kitchen. Das ist mein Fokü mit einem Fokü aus Wien und einer aus Berlin. Und haben für euch gekocht. Macht ihr uns auch nicht einfach, durch jedes Jahr mit mehr Menschen zu kommen. So bist uns nicht böse, wenn irgendwann die Suppe ausgeht. Ein Tag ohne Essen wird ihr überleben. Eigentlich würde ich nur noch sagen, mach weiter so. Was auch ganz, ganz wichtig ist, also wenn ihr euch jetzt in der großartigen Wamkat-Suppenküche was holt, das hat keinen Preis. Zahlt bitte, was es euch wert ist. Und habt die Wertschätzung im Kopf. Okay? Guten Appetit!